Hallihallo, ihr kleinen Zebranelken. Willkommen zurück. Glück auf, wo wir hier in Skyrim ganz frisch unsere neue Ebenerzausrüstung haben für alle. Das ist so schön. Ja, was machen wir denn heute überhaupt? Das ist die große Frage. Was machen wir? Der beste Freund eines Dedras. Das klingt doch zum Beispiel schon mal gar nicht schlecht. Wo ist der denn hin? Das ist mein aktueller Standort. Habe ich gut hingekriegt. Hier ist der Schrein. Okay. Frage ist, wie kommt man da hin? Wahrscheinlich eher von hier aus, hä? Wir gehen mal zur Honigstrandhöhle und gucken mal, ob wir von hier aus irgendwie zu dieser Höhle kommen. Wird schon alles werden. Ist das in Ruhe, Teddy? Irgendwie da hochkommen. Die Frage ist nur, wie und wo. Eigentlich muss ich eher bei der Höhle lang. Wozu die Eile? Also müssen wir uns auf jeden Fall mal mit dem Teddy anlegen. Den wird das zwar nicht sonderlich freuen, aber das ist mir relativ Rille. Kommt hier der Powerhieb oder was? Nicht mit mir, du Stück! Was denkst du, wer du bist? Danke. Sodele. Bei mir stört hier so ein bisschen... Oh, oh. Mich stört hier so ein bisschen die diversen Hügelketten. Ja, trainier meinen Blockmast richtig. Gib mich Blocking-Skill. Du hättest zuhauen müssen. Kreatur. Kannst du eigentlich, blöder Teddy. Ah, hier entdecken wir erstmal eine Hütte, wie es aussieht, Freunde. Wer haust denn hier im Walde rum? Und stellt sich dabei an recht dumm. Es ist ein Haus. So wunderschön. Will mich hier drin jemand tot sehen? Alchemiehütte entdeckt. Die heißt einfach nur Alchemiehütte. Ist hier auch ein Alchemist unterwegs? Irgendwie nicht. Feuersalze. Tagebuch des Alchemisten. Hierher zu kommen, die heimischen Pflanzenwelt scheint viel nützliche Eigenschaften zu haben. Das ist mir relativ egal. Und das ist mir relativ relevant, der labert. Schmetterling im Glas, ist das ein Questgegenstand? Ach, das sind Karotten nur. Hi. Na gut, wenn der das sagt. Toben wir uns halt erstmal ein bisschen aus hier, ne? Stellen uns erstmal wieder massenhaft von den Tränken hierher. Knoblauch, Gesundheit regenerieren. Oh, Knoblauch ist gesund, das stimmt. Die Frostsalze brauchen wir ja gerade nicht, ne? Och Mann, aber die Feuersalze brauche ich doch so dringend für irgendwas. Ich meine, es gab irgendwie mal eine Quest, wo man richtig viele Feuersalze brauchte. Ich heb die einfach echt lieber auf. Ah lol, die haben überall Jasper. Da
Aber die Jaspai-Quest ist ja jetzt fast voll. Da können wir doch die Jaspai-Bären eigentlich benutzen. Weil bei uns im Garten, da kriegen wir doch wieder sonst wie viele. Ja, wow, die Jaspai-Bären sind aber für nichts weiter groß zu gebrauchen gerade. Es sei denn, ihr Mondfalterflügel seid damit kombinierbar. Seid ihr auch. Oder auch nicht. Schweine. Na gut, wir haben es probiert. Mehr können wir ja jetzt auch nicht machen. Wir gehen. Ah, hier steht ein Bett, ne? Wir haben ewig in keinem... Wir halten an. Was ist los? Ich hau dir auf die Fresse. Das ist los, du Stück. So, wir legen uns mal 11 Stunden auf die faule Haut in diesem schönen Bett. Und dann schauen wir mal am Morgen, wo wir sind und wie wir weitermachen. Da war auf jeden Fall eine schöne Höhle. In die würde ich eventuell ganz gerne mal reinschauen wollen. Du wachst auf und führst dich aus, Jeru, du Engel, du. Oder vielleicht ist das ja sogar schon die Höhle, die wir suchen. Hast gut gemacht. Habe ich das andere Vieh eigentlich umgelötet? Ach, was soll's. Gib das sofort alles her, das ist meine. Oh, eine Ziege. Was sind wir denn jetzt hier? Das ist ja ein eisiger Pass, hör mal. Da friert man sich die Kaldauen weg. Wenn man hier durchgeht. Heiße Schokolade. Aber bitte mit Sahne. Oh, da ist ein Gegner. Wer wo ist, ist was Großes, wie es aussieht. Na, Assassine, WTF. Notiz der dunklen Bruderschaft. Jetzt wird's spannend. Was wollen die von mir und warum schicken die mir solche Deppen auf den Hals? Wie befohlen, sollt ihr Lord Peter um jeden Preis umbringen. Das schwarze Sakrament wurde vollzogen. Jemand möchte diese arme Person tot sehen. Wir haben bereits eine Bezahlung für den Auftrag erhalten. Ein Misserfolg kommt nicht in Frage. Astrid. Wer ist Astrid und warum ist das so eine blöde Kuh? Euer Assassine hat nicht viel getaugt, wollte ich euch nur mal sagen. Wie komme ich denn jetzt hier hoch? Weil die Höhle ist ja irgendwo da oben und anscheinend muss ich da auch tatsächlich sogar rein. Aber es geht ja auch weiter nach oben, also ich denke schon, dass wir hier richtig sind. Pony. Wem gehörst du? Wieso stehst du hier so einsam rum? Kann dich angeblich stehlen, aber warum sollte ich dies tun wollen? Hämmers Schande entdeckt. Hier sind wir richtig, Freunde. Gehen wir doch direkt mal rein. Mal sehen, wo unser Zauber wohin ist. Diener. Das klingt aber unschön. Aber mit meiner Kraft können sie es nicht aufnehmen. Und ich bin hier auch sicher richtig. Also ich bin hier auf jeden Fall richtig, ja. Was?
das denn? Prost, runter! Hau mal ab! Vorsicht, Falle, Ebenerz. Dietrich und Gold, Vampirstaub ist Holt, ein Trank zum Verkaufen und viele nützliche Dinge, die ich nehmen kann mit. Oder was? Oder was? Oder was? Wo geht es denn hier hin? Ich bin ein Arsch. Ey, Moment mal, wieso beleidige ich mich selber? Oh shit. Hauptsache, die Alte hat es jetzt voll verdorben. Ich brauche mal ein bisschen Zaubertrank. Tu was, die ist böse. Hast du gut gemacht. Bin ich mega stolz auf dich und alles. So, Dietriche, Vampirzeug. Die Frage ist, wohin? Hier oben ist wieder Alchemiebedarf. Holzkohle. Ah, das hat sich doch aber sowas von gelohnt. So, wenn wir schon mal hier sind, ich kann nicht widerstehen. Leckt mich doch am Arsch, ganz ehrlich. Dieses scheiß Alchemiezeug. Aber was soll's. Eine blutige Holzfällaxt. So, wir müssen natürlich wieder aufpassen. Hier gibt's doch bestimmt noch mehr von diesem Pack. Ich warte ja immer noch auf irgendeinen Vampirmeister, der hier wahrscheinlich irgendwo sein Unwesen treiben wird. Macht euch bereit. Da vorn wartet Ärger. Geil. Es ist einfach so geil, wenn man mit diesen Wänden hier einfach die Pfeile schlucken. Was? 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 Lassen wir die Spielchen. Das war knapp. Und gefällt euch das? Ich mache Hackfleisch aus euch. Ja. Au! Ja. Was? Vampir-Nebelläufer, okay. Wenn du das sagst. Ist mir relativ rille, was du schwafelst. Gold, Ebenerz, Himmelsschmiede, Pelz. Der orkische Dolch ist auch ein bisschen was wert, mein Gott. Jetzt wollen wir mal nach unten, jo. Halt, da war ein Ebenerzpfeil noch.
Zerstörung verbessert auf 46. Sehr nice. Wenn das hier so weiterläuft, dann haben wir bald auch noch fetten Level-Up, ey. Das sehe ich schon kommen. Mann, es gibt hier aber noch einen Zweiggang. Den will ich schon gerne noch mitnehmen. Hier hinten irgendwo. Keine Ahnung, wo der hinführt. In der Seitenkammer nämlich, wo es noch Zeug gibt. Der sich ungern liegen lassen würde. Dankeschön. Na, das hat sich doch richtig für uns gelohnt hier. Da möchte man ja fast glücklich erregt sein. Hallo? Oh, guck mal. Hier geht es tiefer hinein in den Berg. Oh, Scheiße. Du Miststück! Brenn in der Hölle! Spinnenvieh. Ich hab so Angst. Hallo? Lecker Salz. Arcana Verzauberer. Das trifft sich gut. Wir haben was dabei, was wir entzaubern wollen. Nämlich diese Schwarzklinge. Und das hier sowieso. Wir haben auch schon wieder einen Haufen Seelensteine gefunden hier. Was haben wir denn für Seelensteine? Ein gewöhnlicher Seelenstein. Wo ist denn unsere Ebenerzrüstung? Verzaubern mit... Kann ich auf diesen Gegenstand nicht machen. Da mache ich halt die Heilungsrate verstärken oder... Eigentlich ist es wirklich sinnlos. Ich brauche das nicht. Kann ich hier was Cooles drauf machen? Schlossknacken verstärken wäre doch was. Was haben wir denn jetzt noch? Den Helm. Machen wir auch mal Schießkunst drauf. Die Stiefel verzaubern mit Feuerresistenz. Das klingt doch auch ganz gut. Und wir haben Level-Up, habe ich schon wieder gesehen. Ebenerzbogen, was können wir denn da drauf machen? Stirbt das Ziel innerhalb von 5 Sekunden, füllt es einen Seelenstein. Das klingt gut. Mit unserem Bogen machen wir ja doch bei einigen Gegnern so ziemlich One-Shot. Ist da jemand? Nein. Ich schleiche umher. Kein Seelenstein ist groß genug am Arsch. Gold und Eisen. Da freut sich der nächste Schmied, zu dem wir kommen, oder? Das sage ich euch.
Mann, meine Seelensteine sind immer nicht voll. Rettet den Hund. Blöder Vampir. So, und jetzt gönnen wir uns erstmal hier voll so ein bisschen was hiervon. Und ich würde sagen, Freunde, mit einem Blick auf die Uhr machen wir an dieser Stelle Schluss. Und beim nächsten Mal hören wir uns an, was der Hund und sein Detra-Fürst uns so zu erzählen haben. Und dann plündern wir hier auch mal die Gegend ein bisschen aus. Ich bedanke mich wie immer, dass ihr zugeschaut habt und wünsche euch jetzt noch viel Spaß auf meinem Kanal. Und einen wunderschönen, erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis zum nächsten Mal.